Hallo Leute, herzlich willkommen beim Red Dox für unser Let's Play K-Mechanik 2018. Ja, Sie sind gerade zurück, ja. Die Werkstatt hat sich große Entwicklung vorgenommen. Ja, ich habe auch offline gespielt, wie gesagt, und ich möchte auch gern der Level 30 erreichen, weil wir haben die Lackierung frei und noch zusätzlich noch ein paar Sachen frei. Und ja, ich habe noch ein bisschen rumgemacht und ich habe auch Geld gewonnen. Und dazu, ich habe auch keine Wagen restauriert, aber ich habe mir zwei Auktionen gemacht, so gestartet. Und da habe ich auch ein paar Mods für euch. So, erstmal fangen wir mit einem alten Porsche. 1973 Carrera RS. Schaut ihr das an? Das sieht gut aus, oder? Das ist ein Mod. Da ist die Wagen nicht zu finden, original beim Car-Mechanik. Aber das ist ein Mod, der ist super gemacht. Ich muss zugeben, gut, das ist Rost. Da irgendwie später, wenn ich habe das auch freigeschaltet, da könnte ich auch die Roste frei wegmachen. Und schaut ihr das an, das ist die Motor. Gut, ich glaube nicht, dass ist die Motor so von original von die Porsche, aber die haben das auch gut hergestellt, muss ich zugeben. Gut, ich kann dann nicht dran zoomen. Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube, im Parkplatz kann man nicht dran zoomen. Aber ihr seht, das ist schön eine Porsche. Aber wie viel, normal der Motor, der springt an, normalerweise. Und gehen wir rein. So, ich hoffe nochmal. Ja, der springt ein. Der springt ein. Aber das ist gut gemacht. Ich muss zugeben, das gibt keine Fälle. Die haben das richtig gearbeitet. Da können wir alles sagen, das ist fast wie die Porsche Original. Okay, das war die erste Mod, das ich möchte euch vorstellen. Aber wie gesagt, das gibt viel Arbeit. Wenn man die Wagen renovieren möchte, da ist viel Arbeit auf die Karosserie erstmal. Und ja, das werden wir auch sehen. So. Das war die andere Wagen, Sie haben auch das gesehen. Das musste ich auch irgendwie auch fertig machen. Aber jetzt, ich habe auch eine Volvo 850R. Das ist auch ein Mod. Und die ist normal, da ist nicht so viele Sachen kaputt, normalerweise. Ich weiß es nicht, aber Sie sehen, die Wagen habe ich auch für, ich glaube, 18.000 bekommen. Und ja, die ist auch relativ, da ist nicht so viel zu machen. Karosserie ist super gut, der Motor vielleicht, ich weiß auch nicht, ob der Motor springt ein, ich glaube nicht so sicher, aber wir können das versuchen. Und auch wieder eine perfekt Mod. Gut, nur die Taco, und das ist nicht so perfekt, aber trotzdem, ich muss zugeben, in Innenraum, das ist auch perfekt wieder gemacht. So, ich versuche den Motor zu starten. Ah, der geht auch. Ah, Sie sehen, ich habe zwei Wagen gekauft, ohne zu wissen, ob der Motor geht, und die gehen, die beiden, das ist super. Aber das ist nur ein Anfang für diese Teile, weil so für diese Part, weil wie gesagt, ich habe noch zwei Mods auch von Kunde in die Garage. Sie werden auch das sehen, und da werden wir auch, ich werde sagen, auch dafür auch Arbeit für die Kunden, für diese Spezialwagen Mods. So, wir gehen zurück in die Werkstatt.
So, ja, wir sind wieder da. Und ja, erste Kunde, Spezialaufgabe. Schaut ihr das an? Das ist eine Ferrari 250 GT Berlinetta. Und da muss ich zugeben, der Mods ist auch richtig gemacht. Ich sage euch, gut, die Rost, wie gesagt, da kann man nichts machen. Das ist ein Alt-Auto. Und schaut ihr das an? Das ist auch wunderbar gemacht. Wenn ihr kennt ein bisschen die Ferrari 250 GT, das ist das gleiche Instrument zu Taco und das ist wirklich gut gemacht. Und da sieht man noch ein bisschen Ferrari dran. Wirklich top, muss ich auch zugeben. Okay, das geht auch etwas weiter. Ich habe auch etwas anderes für euch. Ich habe euch auch schon erwarnt, bei mir sind auch ein paar Mods installiert. Und das ist auch was Besonderes, weil, wie gesagt, in dem Spiel kennt man auch fast mittlerweile alle Wagen. Und ja, hier sind auch ein paar Teile, die wirklich gut sind. So, hier Toyota Supra MK4. Und da ist auch, das ist auch sehr gut gemacht, muss ich auch zugeben. So. Wir steigen ein. Das ist ein englischer Wagen, könnte man auch sagen, weil die Lenkrad ist auf die rechte Seite, aber die Motor geht. Und ich bin auch. Sie werden auch hören. Auch richtig gemacht. Muss ich auch zugeben. Okay. Da werden wir anfangen mit dieser Wagen hier zum Reparieren. Und Moment mal, start mal erstmal die Diagnosepfade. Jawohl, start mal die Diagnostikpfade. So. Und wie gesagt, die Wagen sind auch zu kaufen in meinem Spiel. Und auch zu renoviert. Und bald ist soweit, dass wir bekommen die Jeep DLC. Ich muss zugeben, die haben jetzt die 1.40 rausgebracht. Und da steht auch schön, ich habe es auch geguckt heute, in die Spiel, dass die DLC Jeep ist schön montiert. Aber ich glaube nicht, dass wir haben die schön frei. Die haben das nur vorbereitet. So, Sie sehen auch, die erste Prüfung, da ist auch nicht so viel rausbekommen. Das macht auch nichts. Machen wir wieder Wagenwechsel, Auto bewegen, Hebebühne A. Oh, ich wollte auf die Teststrecke gehen. Okay, das macht auch nichts. Da könnte man auch das machen. So, erstmal die Tür hier zumachen von dieser alten Ferrari. Und ich werde sagen, wir nehmen die Toyota. Ah, Supra 6N. Oh, ich habe gedacht, das wäre ein Supra MK4, aber Supra 6N ist das. So, das lädt sich auch jetzt schneller. Ich sehe auch, dann geht das auch relativ flop. Ich muss nicht so viel. So, und jetzt start mal. Oh je. Für ein Toyota Supra, muss ich zugeben, da ist die Motor sehr schwer. Oh, aber wenn sie startet, die startet aber richtig. Wow, das war's wie immer. So ein bisschen Gas.
Aber hierher muss ich langsam fahren. Oje, oje, oje. Ist das denn für die? So, hierher, stopp. So, hier, wir haben unseren Bericht. Sie sehen, dass die Kupplung, Drücklager, der ist kaputt. Die Kupplung, Drücksblatt, die Kupplungsscheibe, das ist alles mit dem Getriebe, okay. Ich habe es auch gelernt in dem Spiel, wenn man wechselt, die Getriebe, manchmal, da kriegt man auch viel Geld. Muss ich zugeben. So. Dann schauen wir, was genau war die Auftrag. Ich weiß auch nicht selber. Lauter Auspuff, okay. Das Getriebeproblem. Untersuche das Schaltgetriebe, okay. Ich kann keine Gang hinlegen, okay. Das weiß man. Und repariere Teile, okay. So. Dann erstmal machen wir die Wagen. Oh, ich bin auf die falsche Seite. Ja. Ich war, wie gesagt, am Wochenende habe ich gespielt und da habe ich auch keine Part aufgenommen, weil ich habe auch gemerkt, das kommt auch neue Updates und dann habe ich gedacht, ich warte, bevor dass ich fange weiter an mit euch. Okay, wir müssen die Auspuff checken. Okay, aber wo steht die Auspuff? Oh, ah ja, ich glaube, da fällt etwas, oder? So ein kurz Auspuff. Auf die Supra, das gibt's doch nicht. Ja, ah. Katalysator, ja gut, aber da fällt noch was, oder? Die haben das nicht so richtig gemacht, die Mods. Ich bin auch nicht sicher. Okay, gut. Erstmal muss man. Die Flammenrohr habe ich gesehen, das ist kaputt. Das muss ich auch auswechseln. Und da fällt noch ein paar Teile. Oh je. So, Moment mal. Ah ne, der Auspuff ist schon da. Ich werde sagen, dem Endschaltdämpfer, der. Nee, der war, oh, vielleicht muss man den wechseln, ich weiß auch nicht. Aber die Flammenrohr, unbedingt muss ich das wechseln. Weil da ist die Problem. Also ich sehe schon, dass der Motor, er hat nicht komplett so. Vielleicht hat er versucht, das zu hinzubekommen, aber manchmal sieht man schön, dass die Technik manchmal nicht so möglich ist. So einfach da einen Wagen zum wieder so zum selber wieder entwickelt zu machen von einem originalen Modell und das zu importieren in dem Spiel. Aber trotzdem Respekt für diese Modell, weil er hat richtig schön was gut gemacht. So, jetzt ist auch nicht die Sache. Ich muss die Schaltgetriebe wechseln. Aber erst die Anlasser wegmachen. Ach, dem Anlasser, der lässt sich nur demontieren. In die Motorkammer. Okay, gut. Sowieso jetzt einmal mehr Arbeit, als ich habe auch geplant mit diesem Auto. Aber das bringt auch Geld und XP. Wie gesagt, Geld und XP sind immer was man braucht in dem Spiel. Okay, erstmal das werde ich auch hier ausbauen.
Die Abgaskrümel, oh, die sind kaputt, ey. Kein Problem. Ihr kriegt ja auch alles Neue. Ich habe auch Geld, Sie haben auch gesehen. Aber ich fange noch nicht an mit der Renovierung von die Wagen. So von meine drei Wagen, weil erst so ein werde ich machen. Ja, das werde ich mal machen. Wenn die beiden oft Kundenaufträge sind fertig, da werde ich anfangen. So, okay. Ah, okay, das könnte ich nur wechseln bei. Okay, gut. Gut zu Wiese. Aber jetzt brauche ich die Anlasse. Wo ist der Anlasse? Ah, hier ist der. So, Anlasse weg. Jawohl. Und jetzt machen wir wieder Fortschritt. Stellen wir die Wagen hoch. Jawohl. Ich habe auch nicht aufgepasst, was alles mal braucht, aber ich werde auch später sehen. So. Erstmal hier muss ich das Flammenrohr R6, jawohl. Der Schaltgetriebe, jawohl, da ist der weg. Kupplungsrückslager, Kupplungsdrücksplatte. Ja, das sind Sachen, die ich selber auskenne mittlerweile. Okay, Schwunggrad, alles da, okay. Gut, das ist war eine Sache. Und normal, wenn ich gucke auf die Auftrage, da muss Abgaskrümmer 2x R6, 3x R6. Das Getriebe, okay, Schaltgetriebe R4. Brauchen wir ein neues R4, RVD, Schwunggrad, Kupplungsscheibe. Okay. Das kriegt man schon alles in. So, R4, RVD, das ist die Getriebe. So, Schaltgetriebe, ja, erstmal das. Jawohl. Jawohl. So, und jetzt Schaltgetriebe. Ah, hier ist das. Gut, Schwunggerade. So, und jetzt brauchen wir in die Motor. Das geht aber schnell, Leute. Sie sehen auch schön da. So, R6, jawohl. Brauchen wir noch eins. Jawohl. Und das war die Flammenrohr. Flammenrohr, das krieg ich bei die Auspuff. Flammenrohr R6. So, wo ist das? Flammenrohr R6. Aha. Flammenrohr rot. Okay, aber nein. V8. Ne, wollte man nicht. V8. Ne. Wo ist das denn? So, Moment, das gibt noch welche. Ah. Ich schreibe nochmal. So, Flammenrohr Turbo. Das sind sowieso verschieden, sie sind auch selbe. Ah, Flammenrohr R6. Aha, dann war der kaputt. Aha, vielleicht war das auch nicht so ein Teil kaputt gewesen von dem Spiel, so von der Mode. Das kann auch sein, das war extra gemacht in dem Spiel.
Werden wir sehen. Okay, jetzt ich baue wieder alles. Erstmal ja, das könnte man machen. Die Flammrohre. Werden wir sehen, sowieso. Schwungrad. Kupplungsscheibe. Jetzt kommt die Kupplungsdrücksplatte. Jawohl. Und dann kommt jetzt die Kupplungsdrücklage. Dann kommt die Schaltgetriebe. Das geht schnell, die Reparatur. Aber ob wir machen diese Teil, diese Wagen fertig in diese Teile, ich glaube nicht so ganz, aber werden wir sehen. Antriebswelle, ja, die war sowieso nicht kaputt. Aber ich freue mich trotzdem auf die Porsche, die auch auf die, in die Garage steht. Ah, Sie sehen das, ja. Wir haben auch... Nee, dann war das trotzdem eine Felle. Ja, das sieht man, dass die Auspuff ist nicht zusammengebaut. Aber gut, das kommt direkt von dem Motor, er selber. Hat er auch Schwierigkeit wahrscheinlich zum alles zum ranpassen. Aber das kann auch sein, ne? Aber ich finde, das ist okay. Der Mod ist trotzdem interessant. Wie gesagt, da hat er auch die Wagen gut gemacht. Das könnte man auch nicht so sagen. Der hat das schrecklich gemacht. Der hat das gut gemacht. Weil es gibt welche Mods, ich weiß nicht, ob Sie haben das auch die erste Mal gesehen bei mir, ja. Da habe ich auch eine Volvo gehabt, die 242 Turbo, und da waren offige Fälle. Ja. Da muss ich zugeben, da, der Mod, er war leider Gott Schrott. Aber ich habe noch mehr Mods installiert. Sie werden auch das sehen in diesem Spiel bei mir. So, jetzt Abgaskrümmer noch. Jawohl, da wird man nur geschraubt hier. Okay. Und jetzt kommt noch die Anlasse. Und nochmal ist die Motor auch schon erledigt. Okay, machen wir die Motorhaube zu. Ich guck mal auf die Inventar. Ja, das haben wir repariert. Untersuche die Schaltgetriebe. Ich kann keinen Gang hinlegen. Okay, und jetzt muss man noch die Karosserie reparieren. Aber Sie sehen, das bezahlt sehr gut. Ne? Für den Moment 7000 wird man auch bekommen. Gut, ich mache noch die Karosserieteile. Dann ist auch nicht so viel, muss ich zugeben. So, Wagen bewegt, Auto bewegen. Eben B. Nee. Ja doch. Das war auch trotzdem gut gemacht. Auto bewegen. Eingangsschock B, jawohl. So. So, jetzt ich muss gucken, was für Karosserieteile. Wir brauchen eine rechte Vordertür, vordere Stange, hintere Startstange, rechte Rücklicht, Windschutzscheibe, Eckschutzscheibe. Okay. So, dann werden wir das suchen. Vordere rechte Türe. Rechte Rücklichtscheibe. ja, werden wir sehen. Supra gebe ich eine. Vielleicht findet er auch was. Jawohl, da findet er auch. So, vordere Türe. Jawohl, das brauchen wir eine.
Dann brauchen wir die vordere Stoßstange. Die hintere Stoßstange, jawohl. Rechte Rücklicht war das. Und dann war die Eckescheibe und die Windschutzscheibe. Ja, ich habe alles im Kopf noch gehabt. Sehr gut. Eckscheibe, ja. Da ist eine Felle. Sie sehen auch, das ist alles weiß. Ich hoffe, das könnte man auch reparieren, weil sonst muss ich auch die Mods dem Motor sagen, so schreiben, dass er hat ein paar Fälle. So, vordere, die rechte vordere Tür, jawohl. Dann war noch die vordere Stoßstange, jawohl. Noch die rechte Licht. So, rechte Rücklicht, jawohl. Und noch die Eckescheibe. Okay. Und jetzt montiere mal alles. So. Hintere Rücklicht, jawohl. Eckscheibe, ich bin entspannt jetzt. Aha. Ja, aber jetzt, wie gesagt, da ist eine Felle. Da findet man nicht die Toyota Supra Eckscheibe. Warum das? Ah, ja. Ich habe doch trotzdem gekauft. Aber Sie sehen, oder ist das jetzt dran? So, die Eckscheibe. Die Eckscheiben mache ich weg. Und jetzt, ich versuche mal wieder mit die Nee. Ach, du lieber Gott. Ach, du lieber Gott. Da könnte ich leider Okay. Wissen Sie was? Ich versuche das zu reparieren. Ich kann das nochmal reparieren. Aber nee, jetzt. Ja, das ist ein Fehler von dem Motor. Der hat nicht aufgepasst. Das muss ich zugeben. So, ich guck mal, wo ist die. Ich hoffe, dass ich kann das reparieren. Sonst muss ich auch die Wagen so abgeben und fertig. Aber das ist, wie gesagt, das ist ein Mod. Da muss ich mich auch nicht blamieren oder sagen, dass der Motor war schlecht. Er hat es versucht, sein Maximum, wie gesagt. Vielleicht gibt es noch eine neue Release oder neue Update. Aber Sie sehen auch, dass ich kann noch nicht mal die Scheibe reparieren. Okay, gut, das macht auch nichts. Ich lasse die Scheibe so, wie das war. Das ist eine kleine Felle von dem Mod. Und da muss ich das leider so behalten. So. Aber die Rest geht normalerweise. Sie haben auch gesehen. Windschutzscheibe, normal hat er auch. Ja, was ist los? Windschutzscheibe. Ich will doch die Windschutzscheibe dran machen. Eieiei. So. Jetzt. Ah, Sie sehen, dass die Windschutzscheibe, das funktioniert, aber leider ist etwas mit die
Intere. So, jetzt haben wir das. Okay. Dann jetzt kommt noch die vordere Stoßstange, jawohl. Und dann kommt noch jetzt die Schilde. So, vordere Nummer Schilde, jawohl. So, ich hole das Erfind auch. Ja, das war. Was war das für. Ah, ich habe keine Ahnung, Mama. Belgien und Niederland? Ja, okay, gut, Mama Belgien. Ah, ja, doch, das war Belgien. Das war eine Wagen aus Belgien. Aber ich muss noch das hier demontieren. Eieiei. Ich bin auch gerade. So. Und jetzt neu montieren. Moment. Und das fällt noch eine Scheibe, habe ich auch gerade gesehen. Oder war das die Scheibe schon da? Ich weiß auch nicht ganz genau. Ah doch, die ist darüber, die Scheibe, okay. So, Belgien, jawohl. Da war die. Nee, okay, gut. Ich kann nicht weitermachen. So, aber die Wagen ist schön, wie gesagt, voll repariert normalerweise. Nur das ein Teil kann ich leider nicht reparieren, die Eckscheibe, aber gut, das ist ein Fehler. Ja. Ah, die Endschalldämpfer V8 fällt noch, okay. Dann muss man das wieder machen. Ja, ich habe es auch nicht aufgepasst, dass ich habe den Endschalldämpfer nicht wieder dran gemacht. Aber dafür, jetzt kriegt er auch die Wagen. Oh, ich wollte, hallo? So, jetzt. Der Endschalldämpfer habe ich vergessen. Ah. Sie sehen auch, dass ab und zu man vergessen relativ schnell die Sache. So. Und jetzt. Das ist okay. Jetzt kann die Wagen weggehen. Ich kassiere 9000. 348, jawohl. Ich kann auch nicht. Und einmal 60.000. Okay, ich beende diese Part und in die nächste Folge. Ich hoffe, dass wir aber noch alle Teile für die Wagen hier zu reparieren. Aber nochmal schön. Okay, ich wünsche euch alles gut. Und wir sehen uns in die nächste Folge wieder. Viel Spaß weiterhin und ciao. Mach's gut. Thank you.